Herzlich willkommen auf dem Luma Army Clan-Kanal zu einer kleinen Tierlist von Ledois und Mine Factory. Moin. Ja, wir starten mal rein, glaube ich. Wir haben direkt zwei Goats ganz vorne. Okay, also wir fangen an mit ersten Goat, Mine Factory. Braucht man nicht viel zu sagen, würde ich sagen. Braucht man gar nichts zu sagen eigentlich. Zweiter Goat, Ledois. Ich weiß nicht, was man dazu auch sagen soll. Also die Dann sind haben auf jeden wir Fall Top-Tiers. Hipster. Wie würdest du den einordnen? Hipster würde ich eigentlich auch zu Goat so machen. Ich würde sagen, cracked. Cracked? Ich würde sagen, cracked, weil, wenn du sie, guck mal so, wer da noch kommt jetzt, gerade danach. Ja, okay, also, ja, okay, Hipster kann man eigentlich als Crack machen, aber ganz vorne würde ich sagen. Ja, safe. Okay, dann kommen wir zu Taki. Würde ich sagen, geht so, geht so. Taki, findest du, geht so? Ich finde, Ich. Taki ist so taktisch, würde ich ihn schon so zu Cracked oder Gold machen. So, was er dann umsetzt, ist eher so geht so. Ist ein gut, ne, wenn Deswegen man, machen wir ja gut, aber schon aber ganz ganz vorne bei aber vorne. vorne, weil er klein so. So, da haben wir Steel. Ja, Stil ist eigentlich gut. Steel ist auf jeden Fall gut. Muss auch an die Spitze. So, Confused Him. Ah, der hat echt stark nachgelassen schon. Muss man sagen. Ja. Also, der war auf jeden Fall mal besser. Also zu Marius Zeit würde ich schon sagen, mindestens cracked. Ja, aber ja, wenn man die Prime, wenn man in der Prime sagen würde, würde ich Dann jetzt, eigentlich cracked, aber ich würde ihn auch eher so auf würde ich momentan sagen. so. Momentan würde ich ihn auch auf gut. Hinter Taki auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, dass Tim ist auf jeden Fall hinter Taki. Ja, also, kann. Also, ich finde jetzt echt nicht mehr so stark. Ich bin wirklich der crazy nachgelassen. So, Speisiana. Der ist, geht Geht so. so. Ja. So, Dann haben wir Pat. Pat. Muss man Gold eigentlich. sagen, Pat eigentlich wirklich Gold ganz vorne. ist Goat. Eigentlich, ja, okay, er ist eigentlich schon Goat, ne? Ja, aber auf jeden Fall vor mir und vor Stil. Sollen wir Pat ganz nach vorne machen? Ich würde sagen, Pat ganz nach vorne. Okay, gut. Dann kommt Lukas PRV. Ja, der zieht halt rein, ne? Der war schon gut. Ja, der ist scheiße, ehrlich. Findest du? Ja, stell dir mal vor, also, Kang, der ist halt Base-Shift und ohne Player-ESP. Ich weiß nicht, was jetzt so machen. Also mit Player SP war er schon immer gut. Aber ich würde ihn schon zu Gezo machen, oder? Ja, machen wir, geht so. So, Mike war eigentlich auch war immer gut, so normal. Ja, kein Plan. Ist lange her. So, hier haben wir Vinum. Ist ja dasselbe wie bei Lukas PRV. Base-Diff und hat ESP. Jetzt haben wir Vinum auf AG zu machen. Ja, würde ich sagen. Aber vorher Ding, Ja, der der. kann sich damit Taki Ja. anfreunden über ihm. Okay, hier haben wir. Was ist das? Das 2-8 ist Two oder Ace. ne? Two Ace. Ja, Manni Manfred. Ja, der ist scheiße. Das muss ich wirklich sagen, Digga. Ist einfach Ja, schlecht. stimmt. Cheatet rein, ist halt Dogshit. So, Luki. Gut, würde ich sagen. Findest du gut, also findest du wirklich gut? Ja, ich finde ihn besser als Taki. Ich würde ihn schon eins höher machen sogar. Der hat schon ein krasses Aim manchmal. Ja, okay, aber hinter Benny dann auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. So, Ja, Pete. easy. Dann würde ich vor Luki bei Cracked. Also Pete Findest war du schon echt? crazy. Ja, Pete war gut. Pete war echt gut. Würdest du nicht sagen? Weiß nicht, Digga. Nicht so krass. Ich würde ihn hier so, also schon cracked, aber ich würde Hm? Boris Ja, aber okay. schon hinten. Wisst ihr's? Stefano. Ja, keine Ahnung, der ist halt Legend. Der wird zu Ach. gut sein. Ja, okay, stimmt, wegen dem Fight, ne? Ja, also ich weiß nicht, er ist nicht aufgetaucht, aber wenn er aufsteigen will auf Scheiße, dann kann man da natürlich nochmal gucken, ne? Wenn er dann das nächste Mal auftaucht, dann geht es da auch ein paar Kategorien hoch. Ja, okay, und wenn man ihn so bewerten würde, würde ich ihn hier so hinmachen. Aber Ja. da ist er nicht zum Fight aufgetaucht, deswegen muss es halt so sein. So, Glaube Marlon, ich. waren wir zu gut und so, ne? Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Da gibt es keine Diskussion, da folgt direkt dieser Levy. Ist auch ein Hurensohn. Macht da irgendwelche Rush-Clips. Ah, ist wirklich cringe. Dann haben wir Wacky. Wacky ist. Der cheatet halt komplett krank jetzt rein. Also, er hat sich Clients gekauft für 500 Euro. Ich würde den. Ich weiß nicht, Digga. So, auf jeden Fall hinter Taki. Wo sollen wir hin machen? Weiß ich nicht. Ich würde ihn Denkst du, hinter er ist Mike besser als packen. Confused Him? Ja, ich glaube schon. Okay, dann machen wir ihn voll confused, Tim. Wer ist das? Max Toxic. Ja, der war schon gut, Digga. Der war echt cracked. Ja, würde ich auch Der war sagen. nice. Der war Zur wirklich. Poverty-Zeit war der echt gut. So, wer haben wir hier?
Das ist Tom. Torben, ich weiß nicht, ich glaube, Torben ist auch schlechter als Taki, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also taktisch auf jeden Fall und so vom PvP her würde ich Taki auch besser einschätzen. Ja. Ich will ihn hier so knapp hinter Taki machen. Oder Ja, sogar würde ich. hinter Confused Tim. Nee, Confused Sims, ich habe wirklich nachgelassen. Okay, dann machen wir ihn hinter Taki. Er kann da mit Tagi ein bisschen quatschen über die letzten Zwesen in der Armee. So, wir haben hier. Das müsste, ich kann jetzt nachgucken. Vor Mad Maddock kam Timia. Team, ja. Timia DV, ja. Also Teamia ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, hier unten irgendwo. Also scheiße ist eigentlich nicht, ne? Aber ich weiß es nicht, ist er besser als Two Ace? Ja, das ist auf jeden Fall, jeder ist besser. Aber ist er besser als Lukas? Ja, eigentlich, aber Team, der kann auch, glaube ich, ein bisschen was Legit, weißt Ja, ich würde ihn ganz vorne hinpacken, weil geht so. du? Ja, Venom ist auch ein bisschen schlechter. So, dann haben wir hier Mad Maddock. Keine Ahnung. Ja, das sind halt Freaks, ne? Das sind halt so Taktik, übel die Freaks, so die analysieren ihre CWs und so. Ja, Ich aber würde taktisch ist Taki trotzdem besser. auch sagen, Taki ist vom PvP her besser. Das auch, also das kommt noch dazu ein bisschen, finde ich. Taki hat so also ein bisschen andere Spielweise. Ich würde den eher so hier nach hinten machen. Aber vor Confused Tim. Taki ist halt ein Fahrer und Maddox ist halt eher. Ich würde noch vor Confused Tim noch machen, weil. Ja, würde ich auch mitbrüllen. So, sein Bruder, das sind ja, die kommen ja von der gleichen Familie, deswegen. Ja, Müssen die ja. ja nebeneinander sein. Aber C-Packs. T-Pex war schon gut. Also schon Gold. Ja. Winnie auch Winnie Gold auch. eigentlich. Divus Maxi? Ne, Nee, das ist das nicht ist Divus Yannick. Maxi. Liebes Yannick. Der muss auch eigentlich zu Gold. Ja, der war auch krass. Oscar würde ich Oscar cracked. cracked. Aber Aber. vor Benny. Ich würde ihn ganz vorne hinpacken. Echt? Okay. Ja, boah, also ich glaube so zu der Zeit so Pöks und so oder Fax damals war der schon echt gut. So, ich würde diesen Peter bei Gold machen. Dann springt er vom Hochhaus runter und geht zu Hurensöhne. Dann haben wir Würde ich aber Timothy. auch. Ja, Timothy. Timothy ist scheiße. Timothy, ich weiß nicht. Der war Der ist schon eine gut richtige, mal. ja, aber der ist eine richtige Verschwendung. Ja, jetzt ist er ist echt eine Verschwendung geworden, ne? Ja, der List, also kann so halt nicht nur, dass er schlecht ist, aber der lispelt einen dann auch noch so von der Seite an den CD. Aber ich weiß nicht, ob Timothy besser als Confused Tim ist, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir Confused Tim einfach in eine Kategorie runterpacken sollten, weil wir haben jetzt irgendwie alle vor Confused Tim. Das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich weiß halt. Komm, wenn man Tim bei geht so. Aber ganz vorne dann. Ja, Und da ganz bleibt er vorne. auch, da bleibt er So, auch. und Tim machen wir dann vor Vinum, oder? Ja, safe, safe. Aber hinter Team ja. Ja. Ich habe Okay. mich lacht bei Taki an. Taki. Okay, wieder wie hier. Und ich muss gucken. Der nächste ist auf jeden Fall Raoul und vor Raoul kommt Hasuni. Ja, okay, hier ist Hasuni. Alter, das ist so scheiße, der Typ, ehrlich. Echt? Da gibt es keine Diskussion wirklich. Also der Cheat rein ist halt trotzdem Dog. Okay, dann haben wir hier Raoul. Auch scheiße. Der tanzt ein bisschen immer. Ein paar TikTok-Dances. Wo würdest du hinmachen? Ich würde ihn ganz vorne bei Scheiße, weil die TikTok-Tänze so ein bisschen rausreißen. Okay. Ich habe nur einen gesehen, aber ich fand den sogar ganz gut. Okay. So, hier Ja, haben wir Marielle. Marie Wo willst du Engel. hinmachen? Weiß nicht, gibt es noch eine Kategorie mit ausgetrocknet? Aber die können wir dann zu Hurensöhne machen. Ja, ich würde sie schon ganz vorne hin. Achso, ganz spannend, okay. Also die ist halt ein bisschen trocken, aber die ist ganz nett. Okay, dann haben wir hier. Mino. Ja, der ist scheiße, ehrlich. Minus ist wirklich nicht so gut. Aber ich würde ihn vorne bei. Ah, Digga, eigentlich geht er so. Ich weiß halt nicht, ob er besser als Tim ist. Ja, aber ich meine, Umar hat sich seine Ex-Freundin geklärt. Das stimmt sogar. Okay, dann machen wir ihn. Wenn man geht Machen wir so. Der mal. ist echt. Der ist nicht so schlecht. Wir haben mit dem auch gespielt manchmal. Wer ist das wieder? Das. Tisri, oder? Ja, das ist Tisri, das ist neu. Ich würde Digga, sagen, geht so. den finde Geht ich so, eigentlich. Ich finde aber ihn ich würde wirklich gut, sagen. ne? Ja, ich würde sagen, geht so, aber vor Confused Tim. Okay. Ja, stimmt, dann geht's aber voll confused, Tim. Ah, ich finde die sogar eigentlich. Ich weiß nicht. Du musst es halt jetzt so bewerten. Ne? Confused Tim ist ganz vorne bei geht so, aber würden die beiden One Award machen, glaube ich, Tim würde gefahren werden. Ja, aber das denke ich halt bei Team hier zum Beispiel auch. Das ist ja Okay, Team ja, dann. oder? Ja, dann würde ich Tisserie vielleicht bei gut ganz hinten hinpacken
Und Team hier aber 1 vor Confused Tim bei Ja, G2. ich würde auch sagen, Team hier ist besser als Confused Tim. So, dann haben wir Pankan. Ja, der ist scheiße. Ja, Ehrlich, der ist der ist scheiße. wirklich gar nicht so kacke. Ich würde den so bei Minusstufe machen. Ehrlich? Ja, der ist echt okay. Also, der spielt echt Okay, gut ja. manchmal. Okay. Dann haben wir Yinjo. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht so. Du musst ihn Yinjo kennen. aus Parrish. Ja, ich, also Kang Parrish finde ich auch richtig scheiße. Also wirklich, wirklich scheiße. Vorne hin da. Ja, ich würde ihn vorne packen, weil er spielt wenigstens Legend. Okay, dann hier. Wer ist das? Kaiotu. Kaiotu. Kaiju. Der ist schon gut. Ich würde geht so, aber vor Confused hin. Geht so. Ja, vor Team Yon, vor Confused hin. Ja, okay. Ich habe eigentlich noch nie so Dann. oft gegen den gespielt. Wenn wir Ja, früher ich auch gegen nicht. Pendants, die wurden immer gefirstet mit Jeet. Ja, same eigentlich, ne? Also, wenn wir nur gegen die gespielt haben, ist halt immer einer getimed so. Ja. Okay, das stimmt. Waren die meisten nur so wirklich, Männer. Wer ist das? PV Paddy. PV Paddy. Ach, mit dem habe ich auch noch nie was zu tun gehabt, Digga. Von dem habe ich gar keine Ahnung. Der war auch mal ein Ding. Aber in Pendants, aber die sind halt auch immer. Und die schnell Ich weg. sehe halt auch, also ich sehe ihn halt immer nur mit Eagles auf Twitter. Das finde ich auch ein bisschen cringe. Also ja, ich weiß Also ich eh zu jetzt nicht. scheiße, oder? Ja, scheiße, aber ganz vorne. Okay, wen haben wir hier? Das ist Ports. Okay, wo wir Supports hin machen? Jetzt auf CWB-Skill bezogen oder? Kannst beides ja bewerten. Ja, also auf Skill bezogen würde ich ihn vielleicht so, also würde ich ihn auf Scheiße packen, um ehrlich zu sein, weil er ist halt echt trash. Aber ich weiß nicht, Ports ist ganz lustig so mit seinen Videos, die finde ich ganz amüsant. Bisschen Ja. cringe halt, aber. Ja. Ja, scheiß drauf, mach ihn ganz vorne hin bei Scheiße. Okay. Hat er sich verdient, den Platz. Ich weiß nicht, Digga, die Star Trek mich noch. Ich glaube, Timothy ist besser als Confused Tim. Ja, lass Tim sie noch eins nach links schieben. Ja. Dann haben wir Hannes. Warze. Okay, Hannes, der war eigentlich echt krass scheiße. Aber ich würde ihn bei. Ich weiß Ich würde nicht. ihn rechts neben Timothy. Rechts neben Ja, du Timothy würde ich ihn schon. packen. Und vor viel Stimmen würde ich ihn auch Mit nicht dem Dame. Nee, das ist doch. Man muss sagen, das ist halt echt nicht böse gemeint oder so. Wir müssen halt jetzt einfach objektiv bewerten. Weißt du? Das hat auch. Aber das ist halt. So auch keine subjektive Meinung oder so von uns. Das ist halt. Wir gehen halt auch von Fakten aus. Und da muss man wirklich sagen, dass Hannes zum Beispiel aimtechnisch halt besser ist als Tim. Ja. Okay, hier mit Divus Maxi. Noch der letzte. Dem hatte Divus ich. Maxi. Was? Divus Maxi ist der letzte. Ja. Ach stimmt, das ist schon der letzte, stimmt. Das ist. Keine Ahnung. Ist Das egal. war Vinum, aber da haben wir Ja. ein anderes Bild gefunden. Ja, besseres Bild. Okay. Maxi, mit dem hatte ich immer viele Komplikationen schon früher im Precation. Aber er geht so eigentlich. Oder er ist auch echt scheiße. Weiß nicht, Er hat ich so würde ihn einen guten hinter. Bogen, wenn er. Aber ich muss sagen, Maxi in seiner Prime würde ich sagen, eins hinter Confused. Hinter Confused. Hinter Confused Tim. Ja. Tim war schon besser. Bisschen, aber glaube ich nur. Ja, also nicht viel, aber also Maxi hat auch gutes Aim gehabt, aber Tim würde ich schon sagen, war ein bisschen besser im PvP wenigstens. Ja, okay, das stimmt. Aber Tim klickert doch. Ja. Der chillt auch mit Drip oder so, hat mir Tagi gestern erzählt. Ja, Deswegen. stimmt. Ja, okay. Also, das ist jetzt unsere Meinung. Das ist unsere Meinung dazu. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr anders machen würdet. Das nehmen wir uns dann noch zu Herzen und ja, das war's. Ciao.